Der ultimative Spaß. So, Ladies and Gentlemen, wir haben jetzt eine Flutschparty. Die pure Freude. Ich freue mich, dass Till mich auserwählt hat. Und eine Strip-Show. Und hoffe, dass es in der Männervilla nicht genauso abgeht gerade. Das alles und noch viel mehr gibt es bei der vierten Folge von Island. Tatsächlich fand ich die vierte Folge von Temptation Island bisher als die beste der Staffel. Wobei die Staffel sowieso ein bisschen seltsam ist und die Latte jetzt nicht sehr hoch liegt. Latte. Ja. Aber trotzdem, sie war ganz angenehm. Und es freut mich, dass anscheinend auch recht viele Leute meine Videos gucken. Ihr könnt mich übrigens gerne abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Aber ich hoffe auch irgendwie, dass ich jetzt nicht bei die 1000 Abonnenten knacke, weil dann muss ich ein 1000 Abonnenten-Special machen. Und das, da habe ich noch nichts geplant, weil das habe ich jetzt nicht so schnell erwartet. Aber das soll nicht euer Problem sein. Fangen wir einfach mit der vierten Folge von Temptation Island an. Meine Grundstimmung heute ist total gut. Ich freue mich. Ich hoffe, es ist irgendwas Spannendes passiert. Irgendwelche Dates oder so. Ja, ich freue mich. Ja, hoffen wir denn nicht alles, irgendwas Spannendes passiert ist? Ich denke schon. Ich habe gute Nachrichten. Es geht wieder auf ein Date. Und es geht diesmal wirklich zu Dates. Also sie verlassen die Villa und spielen nicht nur Wasserball im Pool oder schminken sich gegenseitig, sondern sie machen was. RTL hat Geld ausgegeben. Zu guter Letzt, Hanna, du wirst ein ganz romantisches Date mit Mike verbringen. Oh yeah, Mike, mein bester Freund. Wir wollen unsere Karma auflösen, unsere Chakren öffnen. Der Dude, da freut sich Hanna bestimmt. Ich weiß noch nicht ganz so, wie ich ihn einschätzen soll. Und ich bin auch überrascht, dass er jetzt gewählt wurde. Damit hatte ich nicht so gerechnet. Oder auf gut Deutsch gesagt, Hanna ist jetzt nicht ganz so begeistert und wird sich wahrscheinlich nicht verlieben. Aber da fragt man sich ja, wie sieht der Mike das denn? Jetzt wird es Zeit, mit Hanna in die finale Phase zu gehen. Ich möchte dich haben und ich werde um dich kämpfen. Ist das nicht schön? Während Hanna sich noch fragt, wer ist der Typ, warum habe ich den an der Backe? Denkt Mike sich so, wir sind kurz vorm Finale und dann breche ich sie, ich knack sie, wir öffnen unsere Chakren und wir öffnen noch andere Körperteile. Ja. Das wundervolle Traumdate bei den beiden, da hat sich RTL echt was Feines ausgedacht, was so mega romantisch ist, ist nämlich, dass sie zu einer Wahrsagerin gehen, die Hanna die Zukunft vorhersagt. Und Mike sitzt dann daneben. Wow. Probably looking to settle down and have children and make a life. And you're just 21. And maybe 100 years ago, that might have worked. Aber heutzutage funktioniert das nicht mehr, Hanna. Dein Freund, der will sesshaft werden, offensichtlich. Und das kann nicht klappen. Ich als alte Frau, die gerade hier Karten gelegt hat, weiß das. Ich habe gesehen, wie sie mit sich selbst kämpfen muss, die richtige Antwort zu finden. Ja, natürlich muss Hanna mit sich selbst kämpfen. Was soll man da auch sagen? Das ist ja der größte Bullshit, den ich je gehört habe. Wie formuliere ich das jetzt nett? Ich möchte kurz noch anmerken, dass es schön ist, dass RTL bei dem wir müssen unsere Karma auflösen, unsere Chakren öffnen, Dude, unten drunter einblendet. Er schleppt immer eine Frau ab. Ja, der weiß, was Frauen wollen. Reden. Das mit der Wahrsagerin hat auch nicht so ganz so gut geklappt. Und nach dieser wundervollen Tortur verabschieden sich dann wieder voneinander. Und während Hanna das Beste für die Zukunft gewünscht wird, passiert das bei Mike auch ähnlich. The best in your future. Thank you. It's been a great pleasure. And you'll be great. Und alles wird gut. Mensch, das wünscht man sich doch gegenseitig zum Abschied. Apropos zum Thema ich lumpen lassen, während die Damenwelt auf ihre Dates mit ihren Traumboys geht, hat sich RTL gedacht, hey, den Männern in der Männervilla spendieren wir da auch den größten Spaß der Welt. Und ja, und da kommt jetzt. So, Ladies and Gentlemen, wir haben jetzt eine Flutschparty. Woo, eine 3 Meter lange Rutschmatte. Wie langweilig ist das denn? Also 3 Meter, da schmeiß ich einmal drauf und ist schon wieder Gras. Wofür? Egal, sie müssen jetzt damit hantieren und agieren. Mit 3 Metern kann auch vielleicht nicht jeder umgehen. Und das gucken wir uns mal kurz an. Ivan, schmier doch Roxy bitte ein. So, komm her hier. Ja, ich glaube schon genossen, dass er mich eingeölt hat. Er hat auch keine Zicken gemacht. Ja, und der Calvin hat auch keine Zicken gemacht. Ja, aber das sah auch nicht aus, als ob er groß Bock drauf gehabt hätte. Das sah eher aus wie volle Mayo-Packung auf die großen Pommes drauf spritzen. Man hat ja genug. Toll. Dann gucken wir uns doch wieder lieber traumhafte Dates an. Diesmal zwischen Pia und ihrem Boy da. Jogo ist für mich hier der Einzige, wo ich wirklich so meine Ruhe finde, meine Mitte. Der Einzige also. Ich verstehe nicht, wie Menschen das in der Internetwelt, nach all den Jahren, wo das einfach überall kursierend, nicht hinkriegen, das Einzige zu sagen. Also das Einzige und seid, das sind die beiden Dinge, die einfach, man doch totgeschlagen wird damit. Warum kann man das nicht? Egal, sie haben ein traumhaftes Date und sie kommen sich da körperlich näher und da denkt sich auch jeder so, oh mein Gott, wie romantisch, da kann man verführt werden. Okay, and then the other one. Yes, yeah. Flip higher. Nice. Flip your car. Nice. Yeah.
zum Verlieben, oder? Dann gucke ich doch tatsächlich den Jungs lieber beim Rutschen zu. Das sah irgendwie sehr schmerzhaft aus, als er auf der Matte gelandet ist. Aua. Was sage ich? Er hat die Matte mit seinen Füßen noch nicht mal richtig berührt. Da ist er schon mit dem Kopf schon wieder runter. Das ist Fun für die ganze Familie. Mensch. Ja, während die Jungs halt den ganzen Tag auch jetzt mit dieser Matte sich beschäftigen müssen und mit der Damenwelt, hat da auch natürlich die Siri ein Date gehabt. Und zwar mit ihrem Filippo, der ihr Herz erobern will. Und die beiden sind auch irgendwie auf geistig dem gleichen Level, habe ich das Gefühl. Was jetzt vielleicht eine Beleidigung ist für alle beiden, aber naja. Ich will auf jeden Fall was mitnehmen. Was denkst du, was würdest du mitnehmen? Ja, ein Souvenir, oder? Scheiß die Wand an. Echt, Siria? Ein Souvenir mitnehmen? Wow, das hätte ich jetzt nicht kombinieren können. Von ihr ist wohl ein kleiner Sherlock Holmes. Ist verloren gegangen. Ja, aber die sind echt schön. Ja, und als Filippo das gehört hat, hat sich gedacht, oh mein Gott, die kaufe ich der Siria jetzt. Ich mit meinem Verhandlungsgeschick werde sie richtig gut erstehen. Bang, bang, what is the price for this? 1,000. Not 40,000, not possible, because I'm Siciliano. I give you 20,000. Listen, I give you 20,000 and that's it. Ich habe das Gefühl, Filippo wie Siri damit ist imponieren. Guck mal, wie geil ich verhandeln kann. Oh mein Gott, ich zahle doch hier keine 40.000 indonesische Rupien. Das Problem ist, 40.000 indonesische Rupien sind 2,44 €. 2,44 €. Da kauft der Siri ja was für 2,44 €. Also nicht, dass ich sagen will, man muss immer das Teuerste kaufen, aber 2,44 €. Und dann will er nur 1,22 € zahlen und Siri steht daneben. Was kaufen? Wow! Wow! Ja, schlussendlich hat dann Filippo aber zu einem unbekannten Preis zugeschlagen. Wir wissen nicht, ob er es rumgekriegt hat mit seinen sizilianischen Superverkäufer, Käufer, was auch immer, Handlungsskills. Und sie gehen halt weiter und entdecken mystische andere krasse Dinge. Kennst du diese Teile hier? Das sind Traumfänger. Weißt du, was die machen? Kinder töten. Was machen wohl Traumfänger? Boah, das sind echt tiefgründige Gespräche. Will er prüfen, ob die nicht komplett Banane ist? Ist sie. Mensch. Ja, die ganzen Dates sind dann irgendwann vorbei. Michelle und ihr Date habe ich jetzt nicht gezeigt, weil das war wieder super lahm. Die ist irgendwie, die passt da nicht rein irgendwie. Warum ist die da? Warum ist Matteo da? Warum sind die da? Sind sie das Vergleichspaar? Man weiß es nicht. Und wenn die Dates vorbei sind, erfahren jetzt die Männer am Abend, dass sie auch zu Dates aufgerufen werden und mit ihren Frauen in dieser Villa auf Dates gehen können. Man freut sich sehr. Nur die haben halt eine andere Information bekommen als ihre Pendants in der Frauenvilla. Und ihr dürft euch ganz frei auswählen, mit wem ihr das Date verbringen wollt. Ja, die Frauen bekommen einfach jemanden zugeteilt, so, hey, mit dem hast du jetzt ein Date, mit dem hast du jetzt ein Date und fragen sich so, hey, warum? Und den Männern wird es überlassen. Ein Hoch auf die Gleichberechtigung. Ich will Natascha nehmen, wenn es okay ist. Ja? Ja. Gut. Wer zum Geier ist Natascha? Wirklich, ich habe alle Folgen komplett geguckt. Ich habe die Frau noch nie gesehen. Wer zum Geier ist Natascha? Wer ist es? Bestimmt eine Spaßgranate. Ich freue mich, dass Till mich auserwählt hat. Ja, was habe ich gesagt? Eine Spaßgranate. Ja, zum ersten Mal geht es dann aber auch in der Frauenvilla wirklich mehr ab. Es gibt einen Partyabend, der wirklich Party aussagt. Und ja, das gucken wir uns mal jetzt genauer an und beobachten, was da so passiert. Stell dir mal vor, alle sind da oberkörperfrei, hot trainiert, haben einen schönen Körper und du bist der Dicke in der Runde. Boah, da würde ich mich echt gut fühlen. Die Gläser sind doch jetzt total klebrig und verschmiert. Wir werden das noch anfassen. Danke. Ja, bitte. Bitte lassen wir die fucking Sau raus. Yeah! Yeah! Dann gucken wir doch mal, wie sie die fucking Sau rauslassen wieder. Mensch. Oh mein Gott, es eskaliert ja total. Und zufälligerweise sind Basti und Julian Stripper. Oh Mensch, was ein glücklicher Zufall. Das passiert bei RTL irgendwie dauernd. Ex-Kandidaten aus anderen Sendungen, die Leute kennen sich schon. Und jetzt sind da zufällig zwei Stripper dabei. Boah, die haben auch immer wieder ein Glück. Tatsächlich sind aber nicht alle von den Strippern dann so ganz begeistert, weil man kann das schon ahnen, eine Frau ist ein bisschen überfordert damit, weil sie sich denkt, was soll mein Freund jetzt nur denken? Vermutlich. Wechsel! Wow, Siria. Was ist denn deine Erklärung dafür? Das ist ein bisschen schwer, weil wenn ich in den Club mal gehe, dann stelle ich mich in die Mitte hin, so dass ich nicht so der Mittelpunkt bin von allen. Sie stellt sich in die Mitte hin, damit sie nicht so der Mittelpunkt ist von allen. Nachdem Siria aber aufgegeben hat, opfert sich dann glücklicherweise Pia fürs Team. Mensch, Pia, das ist der Spirit, den wir sehen wollen. Mir tat es natürlich ein bisschen leid, dass sie total überfordert war. Ich denke auch, komm, dann mach ich das. Und auch andere sind bei diesem Abend ein bisschen begeisterter als sonst. Und das freut mich irgendwie, dass jetzt langsam die Stimmung fliegt, dahin flattert. Ich bin gut abgelenkt und
hoffe, dass es in der Männervilla nicht genauso abgeht gerade. Ja, das hoffen wir doch alle. Aber apropos Männervilla, das ist auch direkt ein gutes Stichwort. Gucken wir mal doch, wie es bei denen gerade abläuft. Wackel mal ein bisschen mit den Hupen. Setz dich schon auf seinen Schoß. Okay, bei denen ist also wieder Flaschendrehen angesagt. Till spielt nicht mit, sondern es ist eine normale Flasche nur. Und ja, da wird mit den Hupen gewackelt. Ist ja auch okay. Worauf hättest du mal, also sexuell gesehen, jetzt so richtig Bock? Was du? Ich hätte mal wieder richtig Bock, ohne Verhütung und also so ohne, dass ich verhüten muss und so. Was zum Geier macht der da mit den Tüchern? Hä? Why? Ist da ein Getränk verschüttet oder ist da irgendwie was anderes Spritziges passiert? Hoffen wir auf Erstes. Ja, bei diesem Partyabend ist auch noch nicht mehr passiert. Alle haben in ihren Betten geschlafen, außer ich glaube Calvin und Davide, die haben zusammen geschlafen. Vielleicht entwickelt sich da auch was, man weiß es nicht. Naja, und dann kommt der nächste Morgen. Siria stand heute Morgen auf und sagt, ich habe heute ganz schlechtes Gefühl. Ganz schlecht, was ist das passiert heute, ich denke. Mit dieser Grundausstellung hat man doch bestimmt doch richtig Bock. Mensch, gucken wir uns doch mal die richtig motivierte Siria an, wie sie Bock hat. Sowas will man doch im Fernsehen sehen, oder? Apathisch rumliegende Menschen. Miki hat wirklich sehr, sehr viel durch den Kopf. Unerwartet, dass es so viel ist. Ich glaube, ganz Fernsehdeutschland findet es unerwartet, dass bei dir viel durch den Kopf geht, Siria. No judging, aber doch. Und während bei den Frauen anscheinend die beste Tagesbeschäftigung im Bett liegend ist, haben die Männer ja jetzt auch ihre Dates. Und da spielen wir auch mal ein bisschen Mäuschen, ne? Ich habe noch nie Stand-Up-Paddling. Oh, sie machen Stand-Up-Paddling. Also das auf dem Surfbrett stehen und mit dem Paddel durch die Wildnis schippern und sich alles angucken können. Cool. Ja! Finde ich gut. Und das war das Spannendste beim Stand-Up-Paddling bei denen. Und sie machen das auf dem Meer, wo man einfach nichts sehen kann. Also das ist ja, das Schöne ist doch so, oh, schöne Landschaft hier, Mensch, toll, überall Bäume und da ist nur das Meer. Und ich muss einfach über diesen Typen so lachen, weil die Leitung bei ihm, die sind wirklich ohne Witz teilweise echt verstopft. Immerhin sehen die Frauen es dort ähnlich wie wir. Calvin ist nicht so der, also vielleicht passen er und Siria zusammen. Man weiß es nicht. Dreh dich mal um. Du sollst dich umdrehen, damit ich den... Ach ja, wir machen hier gegenseitig, ja, stimmt. Das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Muss man dazu noch was sagen? Ich denke nicht. Und jetzt gucken wir uns mal kurz an, wie geschickt sich Calvin umdrehen kann. Du bist auch ein echt Banane, oder? Ja, also ja, einfach noch umdrehen, so. Jeder Mensch hat so seine Talente und Fähigkeiten. Ja, außer Calvin halt anscheinend. Bei Till wird es anscheinend aber dann romantisch mit viel Körperkontakt. Oh mein Gott. Till geht es jetzt auf sein Wunschdate mit Natascha. Oh mein Gott, man sieht eine kleine Asiatin. Man weiß also, es geht zur Massage. Was sonst? No racist, ein bisschen racist, aber es ist auch irgendwie ein bisschen so. Wenn du bei so einer Sendung eine kleine Asiatin siehst, wird massiert. So ist es einfach. Yeah. The same time? Yeah, ah, same time, yeah. Yes. Yeah. Oh wow, aber die Asiatin massiert nicht, sondern jetzt darf Till sie massieren. Cool, darauf hätte ich auch mega Bock. Aber Till hat anscheinend mega Bock, weil er nimmt das Ganze sehr ernst und ist da sehr, sehr gründlich. Da, wo siehst du da? Wie gesagt, sehr gründlich. Und bei Davide und seiner Coco, heißt die Coco vielleicht? Wir nennen sie mal Coco, geht es auch heiß her. Seine Augen, dieses Grün-Grau, das ist so... Die glänzen und sie strahlen so und er hat halt auch einen verführerischen Blick drauf. Und sie klingt von ihm richtig angetan, also sie scheint da begeistert zu sein, scheint sich vielleicht sogar langsam zu verlieben in den Davide, obwohl das doch eigentlich andersrum sein sollte. Und ist es nicht auch dumm, sich in einen vergebenen Mann zu verlieben, weil selbst wenn er Schluss macht mit seiner Freundin, kann dir das doch jederzeit dann auch passieren. Er ist ja dann anscheinend nicht treu. Wie dumm kann man sein? Apropos dumm und Davide, kommen wir wieder zum Thema Siria. Ich bin mir halt am Überlegen, dass ich dann einfach zu ihm sage, ey, leb dein Leben, komm auf mich zurück, wenn du fertig bist. Da hätte ich jetzt tatsächlich nicht erwartet, dass Siria so einen Schritt geht, dass sie sagt, also das, ich könnte es nicht, aber sie scheint ihn ja richtig hart zu lieben und hofft, dass das klappt. Und das ist eigentlich gar nicht so dumm, also ja schon, aber also wie findet ihr das? Ist das seltsam? Ich mache nichts mit ihm Schluss. Ich will mit ihm in einer Beziehung bleiben. Und er hat ja so, Moment, was haben wir da gerade gehört? Du machst nicht mit ihm Schluss und willst mit ihm in einer Beziehung bleiben? Hold my TV-Fernbedienung! Und Siria fährt schon vor dem Lagerfeuer Nachtabend, was auch immer, mit Angela Fängererben, was da abgeht. Ich war mit dem Davide zusammen unter der Bettdecke, in der er mir die Hand hingehalten hat.
und er wollte weitergehen. Und Filippo, der Match von Siria, ist gar nicht so begeistert. Tut mir so leid, Alter, ohne Spaß, Alter. Der Typ kotzt mich an, Alter. Alter, ja, da hast du so recht, Alter. Mensch, Alter, was sagt denn Siria dazu, Alter? Ja, ich sehe auch gerade keine Zukunft mehr. Okay, das ging jetzt schnell. Ja, und Siria sieht keine Zukunft mehr. Wir freuen uns jetzt schon auf das nächste Lagerfeuer. Man weiß nicht genau, was da passieren könnte. Weil das war's mit der vierten Folge von Island! Ja, falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben lassen oder auch einen Daumen nach unten, wenn ihr es scheiße fandet. Und ansonsten könnt ihr andere Videos angucken, ihr wisst den ganzen Scheiß. Abonniert meinen Kanal, dann habe ich 1000... Nee, das wird anstrengend. Deabonniert meinen Kanal, dann habe ich keine Tauben mehr. Das wird auch scheiße. Macht, was ihr wollt. Bis zum nächsten Mal.